herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und Micha der Kameramann dabei. Ganz genau, hier unsere vorweihnachtliche Deko-Idee. Herbst trifft auch Weihnachten und das mit ganz natürlichen Materialien aus unserem Garten, aus dem Garten unserer Nachbarin und ja, ganz viel Natur pur. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Deko-Idee funktioniert, bleibt doch einfach dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Sachen, die wir heute brauchen, haben wir hier. Der Tisch ist relativ voll, aber wir gucken einfach mal. Auf alle Fälle nehme ich heute diese Bündel-Lichterkette, die ist richtig, richtig gut. Die hat 160 LEDs und ist auch Outdoor geeignet. Dann haben wir hier Stacheldraht und Gautherien. Dann auch von unserem Lärchenbaum kleine Zweige mit hier hinten von unserem Grundstück. Ganz viel Laub. Dann habe ich hier noch mal einen Kleiderbügel. Da habe ich einige von aus der Wäscherei. Dann habe ich hier, da haben wir im Sommer auch schon viele Dekos mitgemacht. Das ist so eine ganz normale Metallschale. Ihr könnt aber jedes Gefäß nehmen, was ihr habt. Und dann haben wir hier diesen Korb mit diesen Löchern. Und mich hatte gerade vor kurzem jemand gefragt, hast du eine Idee? Eine Nachbarin von mir hat so einen Korb und wie kann man das dekorieren? Ja, und da habe ich gedacht, okay, auf Hof Oelkers haben wir auch so einen Korb. Ich habe hier auch so Tabletts mit Löchern und da machen wir einfach mal eine Deko. Dann habe ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese kleinen Gefäße von den Sternen nehme oder diese kleinen Schneeflocken. Die finde ich auch total schön. Aber da gucken wir einfach mal, wie das nachher wird. Dann habe ich ein paar Sukkulenten und ein paar Kunstäpfelchen, einmal so gefrostete und ganz natürliche. Da hinten habe ich auch echte Äpfel von der Nachbarin bekommen. Und ich würde sagen, es geht los. Und die Idee daran ist, den nachher einfach umzufunktionieren. Das heißt, Herbst trifft auf Weihnachten. Und da wir noch ganz viel Laub haben, nehme ich einfach jetzt dieses Laub und lege mir das hier in den Korb hinein. Vergessen habe ich den Jute-Stoff und den habe ich hier auch immer im Schuppen und hier schneide ich mir einfach mal, ich würde mal sagen, so zwei Stückchen ab. Guckt einfach mal, was ihr an Stoff habt, weil da kann man auch Leinstoff oder ja jeden Stoff nehmen, den man eigentlich hat. Und ich würde sagen, hier passt sogar ein Stückchen rein, weil den lege ich mir jetzt in den Korb hier erstmal so mit rein. Okay, ich habe jetzt hier aus dem Schuppen Batterien genommen. Die sind ein bisschen schwach. Da kommen nachher noch mal eben, Manni ist auch dabei, noch mal eben neue rein. Und ich werde die jetzt einfach hier oben hier so wunderbar herumlegen. Wenn ihr eine längere Kette oder ein kleineres Gefäß habt, ist es natürlich optimal, wenn das hier einmal komplett rumgeht. So, jetzt nehme ich wieder den Stoff und lege mir den jetzt hier oben rein. Jute-Stoff ist drin. Ich habe mir die Ecken hier einfach nur mal ein bisschen reingeknickt. Und jetzt kann man hier an den Seiten noch mal so ein bisschen Laub nehmen. Das einfach noch mal hier so locker mit drauflegen. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde das ganz schön. Und jetzt hole ich hier meine Pflanzschale. Da ich hier hinten jetzt noch ein bisschen Höhe brauche, nehme ich hier einfach noch mal das Packpapier, was ich noch habe, knüll mir das und mach mir damit eine stabile Höhe. Einfach noch mal gucken. Und ich glaube, so ein bisschen kann vorne noch und pack mir das Papier einfach da so rein. Dann gucke ich mal mit der Schale und dann würde ich gerne nämlich den Jutestoff noch mal ein bisschen hochziehen. So, und die Pflanzschale haben wir jetzt schon mal hier mit drinne.
Und hier haben wir einmal die Gauterie, die ist natürlich fantastisch und stell mir die rein. Dann habe ich jetzt hier nochmal den Stacheldraht, der ist auch so wunderschön und auch den breche ich mir wieder so ganz leicht auf und ich denke, das passt hier wunderbar. Und auch den dritten oder die dritte Pflanze, der ist jetzt ein bisschen kleiner und der bringt jetzt nochmal richtig Fülle. Das heißt, ich werde mir diese Schale jetzt hier komplett mit Erde auffüllen. Körbchen unter den Tisch, leuchtet schon schön mit der Lichterkette. Die Pflanzschale haben wir auch fertig. Und jetzt nehme ich den Kleiderbügel. Da könnt ihr aber wirklich alles nehmen, was ihr habt. Ihr könnt alte Kränze nehmen, die schon fertig sind. Aber ich finde die immer ganz, ganz gut, wenn man die nochmal verwertet. Man kann da auch ein Herz draus formen. Aber jetzt diesmal möchte ich wieder ganz normal einfach nur einen Kranz und mache mir hier einen Kreis. Nehme ich wieder den Wickeldraht, fixiere mir das einmal hier oben, gehe hier einmal rum, verzwirbel mir das und dann geht das los. Jetzt hole ich mir noch mal eben mein Moos. Das geht immer super flott. Das ist sehr gut eingetrocknet und das lege ich mir jetzt einfach nur mal so rum und gehe jetzt hier mit dem Wickeldraht um das Moos herum. I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Hier unten schon fast angekommen und jetzt können wir den Rest auch noch mal hier bis zum Halter Henkel rumwickeln. Wickle ich jetzt einfach hier noch mal eben komplett rum und dann werde ich jetzt hier mit dem Seitenschneider einmal eben den Draht abschneiden und mir das hier einfach so reinstecken und dann hält das auch wunderbar. Guck mal, dann haben wir unsere Basis, das ging wirklich rucki zucki. Und ja, kann man immer wirklich super anwenden. Ich habe so viele Mooskränze hier im Schuppen. Erst wollte ich einen aufpimpen, aber tatsächlich war der mir einfach oder zu klein und zu groß. Und ich denke, diese Größe ist optimal. Und jetzt werde ich hier die Lärchenzweige einfach nochmal mit rumwickeln. Und ich fixiere mir jetzt den ersten hier einmal, wie vorher auch, und gehe jetzt hier erstmal mit dem Ast vorsichtig durch den Kranz. Den habe ich mir jetzt hier, guck mal, der ist ganz dünn hier vom Ast her. Den kann man super hier reinlegen, aber der nächste ist einfach zu dick, der Ast. Und den fixiere ich mir jetzt auch nochmal und gehe jetzt hier mit dem Wickeldraht einmal herum. Guckt einfach mal, wie ihr den anliegen haben wollt. Gehe jetzt hier von hinten einmal und einmal nur um den Ast. Und ich finde, von den Zapfen her reicht das auch. Und dann nehme ich mir schon wieder hier den nächsten, lege mir den auch hier an. Und hier werde ich um den Ast nochmal rumgehen. Ihr könntet auch mit Patenthaften arbeiten. Aber ich denke, so hält das doch etwas besser. Ich gehe hier wieder mit dem Draht einfach oben rüber. Könnt ihr die Zweige und Äste und Zapfen so anlegen, ja, wie ihr sie gerne haben wollt, entweder ein paar mehr. Hier habe ich jetzt auch noch ein kleines Zweigchen dazwischen gemacht und jetzt nehme ich hier noch mal die Reste, lege mir die wieder an und gehe mit dem Draht, das ist ein bisschen viel, finde ich, vielleicht einmal so wieder herum. Ich glaube, der passt doch wirklich gut, oder? Ich finde am besten. Na? Mit dem Stacheldraht und diese Natürlichkeit, also den werden wir uns hier gleich nochmal fixieren. Das heißt, wir haben unseren ganz natürlichen, vorweihnachtlichen Herbstkranz fertig. Wir haben unsere Basis, das heißt unsere löchrige Basis und unsere Pflanzschale haben wir auch fertig. Hier habe ich es ein bisschen erhöht mit Papier und ich denke, da kann sogar noch ein bisschen Papier nochmal rauf. Das heißt, das Laub, das hätte ich mir hier wirklich sparen können. Ich werde jetzt aber hier das Jute
den Jute-Stoff nochmal hochmachen, den ich reingesteckt hatte. Und da können wir jetzt natürlich super das Papier auch nochmal unter verstecken. Und ich denke, jetzt habe ich alles Papier verbraucht. Und den Jute-Stoff, den lege ich mir jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen darüber. So, jetzt kommt die Pflanzschale. Und ja, ich denke, diese Höhe ist wirklich perfekt. Und die kommt da jetzt nämlich gleich rein. Was ich jetzt mache, ich habe nämlich von dem alten Bäumchen, was wir gemacht haben, noch alte Äste. Und die lege ich mir hier schon mal vorne so ein bisschen rauf. Darunter ein paar kleine Äste. Und das mache ich mal einmal rundherum. Kann man super brechen. Und ich lege mir die hier einmal nur um die Schale herum. Um den Korb meine ich. Und die Schale, die kommt jetzt hier rein. Und das finde ich richtig cool, weil jetzt gibt das auch noch mal dem Ganzen hier richtig gute Stabilität. Und die Äste, ja, die kann man jetzt hier noch mal so ein bisschen abbrechen und verstecken. Und jetzt kommt noch mal das Moos in Einsatz. Und das werde ich jetzt hier in die Zwischenräume überall noch mal mit reinstecken. Und jetzt könnt ihr das Moos hier nämlich perfekt in die Schale und über die Schale, über unsere Pflanzschale hinüber hinweglegen und einfach jetzt hier so einen tollen Übergang machen und super mit eindekorieren. Weil die Idee ist eigentlich, dass man wirklich, ne, denkt, das ist so mittendrin. Man kann die Schale nachher auch wieder ganz gut wegnehmen, austauschen und es gibt dem Ganzen hier nochmal eine Stabilität. Und ich fülle jetzt alle Lücken noch mal eben aus. Ich muss eben lachen, Micha. Was habe ich eben gesucht? Batteriefang. Ja, das habe ich total vergessen. Aber ich habe es zum Glück gefunden, weil ich ja wirklich auch gleich noch mal die Batterien austauschen wollte. Und es ist natürlich besser, wenn wir das zum Schluss hier oben einfach rauflegen. Und ich habe jetzt hier alles so ein bisschen mit Moos aufgefüllt. Ich glaube, da vorne kann es auch noch ein bisschen rein. Und der Kranz, guck mal, den werde ich hier hinten einfach mit dem Aufhänger, warte mal, ich glaube, ich drehe das hier jetzt einfach mal eben rum, hier hinten so durchstecken. Und es hält eigentlich schon ohne zu verdrahten, aber mir ist das ein bisschen sicherer. Jetzt hängt er hier eben im Korb und ich nehme jetzt den Draht und fixiere mir das hier einmal nochmal an den Korb heran. Nun haben wir alles. Wir haben Äste, Moos, Laub und Zapfen. Und ich finde, also von oben sieht das wirklich richtig, richtig cool aus. Das sieht so ein bisschen aus, ja, wie so im Wald ersprungen, würde ich mal sagen. Und ich werde jetzt hier, guck mal, diese Flocke, Micha, ich glaube, die passt doch ganz gut da rein, oder? Ja. Dann werde ich den hier jetzt einfach noch mal ein bisschen nach oben setzen. Und ich mache mir jetzt hier das Juteband einmal auf, den Knoten. Und verknote mir das oben an den Kranz. Guck mal, diese hängt. Und die andere Flocke, ich habe nämlich noch eine, die würde ich, ich glaube, die lege ich hier einfach nur so oben rauf. Und ja, finde ich eigentlich auch super, super schön. Und jetzt haben wir noch, wir haben ja gesagt, Herbst trifft auf Weihnachten. Ja, Weihnachten, genau. Und deswegen können hier einfach noch mal so ein paar rote Äpfelchen rein. Und ich hatte ja auch noch ein paar Kunstäpfel und auch die kommen da mit rauf. Guck mal, hier haben wir so kleine frostige Äpfelchen. Und ja, da kann man dann noch mal so eine kleine Gruppe machen. Aber ich finde hier oben auch in das Bollmoos kann man auch noch mal einen reinmachen. Und ja, das gibt ihnen hier noch mal so eine ganze Lebendigkeit. Guck mal hier. So einen Zapfen habe ich auch noch gefunden. Ich finde, der passt auch rein. Und ich denke, das ist doch jetzt super gefüllt. Also das kann man füllen, wie man will. Habt ihr Laub, Äste, einfach alles rein. Guckt einfach. Füllmaterial ist immer optimal. Gerade diese natürlichen Sachen. Und ich finde, ja, wir sind fertig, Micha, oder? Würde ich sagen. Aber ich denke, hier unten die Lichterkette geht ein bisschen unter und deswegen nehme ich noch eine andere Lichterkette und lege die jetzt einmal oben rauf. Und dann nehme ich jetzt auch nochmal so eine Outdoor-Bündellichterkette. Guck mal, geht ganz schwuppdiwupp, super auseinander und das kann man sich jetzt hier überall so mit rauflegen.
Aber ich werde mir das jetzt hier nochmal so ein bisschen in die Ästchen mit einarbeiten. Und das war sie, unsere erste Vorweihnachtsdeko. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Viele natürliche Materialien, einfach ein Kleiderbügel, ein Korb, egal wie auch immer, ob mit oder ohne Löcher. Und wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Dann würden wir uns natürlich sehr über den Daumen nach oben freuen, über die Kommentare sowieso. Und folgt uns gerne auf Facebook, Instagram oder Pinterest. Genau, ihr Lieben. Wir freuen uns, mit euch jetzt die Weihnachtsdeko zu machen. Und ich sag bis die Tage, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Bleibt schön gesund und bis dann. Tschüss. Tschüss.